Und ein weiterer Tag in den Nebelchroniken, hier bei uns in den Nebellanden. Ich bin der Lordregent und heiße euch herzlich willkommen. So, Freunde, nachdem wir das letzte Mal ja hier eine Mauer aus Rohstoffen gebaut haben, wird es Zeit, diese abzureißen. Okay, Glückshacke ausgepackt. Ja, und dann machen wir los, ne? Ach ja, das letzte Mal habe ich noch davon gesprochen, dass ich mir so einen Stuhl holen werde. Und jetzt habe ich meinen Stuhl und er ist so endlos bequem. Deshalb nicht wundern, wenn das jemand so ab und zu so ein bisschen knarzt, ne? Das liegt dann daran, dass da noch alles relativ neu ist an dem Ding. Und es ist so schön bequem zu sitzen und seinen Kopf anlehnen zu können, ja? Das ist total entspannt. Aber dadurch habe ich jetzt natürlich auch mal hier meinen den Tisch hier komplett umgebaut. Also mein Mikro steht jetzt woanders und so weiter. Ich hoffe mal, das passt dann alles mit der Soundabstimmung. Sehe ich ja nach der Aufnahme. Ansonsten muss ich halt noch ein bisschen rumdödeln, was das angeht. So, da muss ich jetzt auch langsam beginnen, im Voraus zu produzieren. Weil ich habe jetzt quasi... Was haben wir denn jetzt? Ach nee, noch nicht ganz. In 2 bis 3 Wochen muss ich beginnen zum Vorproduzieren. Zumindest hier in Minecraft. Weil ich ja mal wieder für 4 bis 5 Wochen eine kleine Auslandstournee mache. So wie der Brutzi dieses Jahr schon mal gemacht hat. Plus ich gehe halt relativ kurz, er war relativ lang. Und ja, so hält sich das dann ein bisschen in der Waagschale. Weil wenn man unsere beiden Sachen dann zusammenzählt, dann hat man, glaube ich, auch wieder eine normale Zeit irgendwie so... Über dem Daumen gerechnet. Keine Ahnung. So tief stecke ich in der Materie nicht hin. So, das, was wir jetzt an Kohle rausholen, das können wir, glaube ich, zu Blöcken verarbeiten, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal so gesagt. Ja, um nochmal auf den Stuhl zurückzukommen. Hier so Highlights-Thema jetzt. Ich habe echt, also... Bevor ich ihn hatte, habe ich echt nicht geglaubt, dass eine Kopfstütze so viel ausmachen kann. Also wenn du deinen Kopf anlehnen kannst. Wenn du quasi deinen kompletten Rücken einfach nur durchstrecken kannst und deinen Kopf anlehnst, das ist... Es geht auch viel leichter, als wenn man auf so einem normalen Stuhl sitzt, wo dann irgendwo bei den Schultern Schluss ist, weißt du? Ist echt, also für diejenigen unter euch, die ein bisschen mit dem Gedanken spielen, sich sowas zu holen, macht erstmal ein Probesitzen. Quasi, keine Ahnung, bei Ikea oder sonst wo, wo es halt so richtig große Stühle gibt, wo man seinen Kopf mit anlegen kann. Und macht erstmal Probesitzen. Weil das ist jetzt auch so ein kleines, ich nenne es mal Kopfkissen. Das war da mit dabei, dass halt der Kopf ein bisschen nach vorne gesetzt ist. Und ja, wie gesagt, ich bin begeistert von dem Ding und ja, ich halte euch da so auf dem Laufenden, so nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr oder was, hier so zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, so 2 Wochen vor Weihnachten, könnte ich euch da mal Bescheid sagen, was denn nun ist, ob der Stuhl immer noch bequem ist, ob er durchgesessen ist, ob irgendwelche Schäden jetzt dann die nächsten paar Wochen aufgetaucht sind, beziehungsweise wenn irgendwas kaputt geht, dann werde ich euch da, denke ich mal, direkt Bescheid sagen, aber ansonsten... Ja, hätte ich euch da so auf dem Laufenden, denn wer zu Weihnachten dann sowas möchte, der kann sich das ja dann wünschen, ne? So, alter Schwede, das ist aber ganz schön viel, was wir daraus haben. Und wir sind noch nicht fertig. Dann mache ich jetzt erst die Kohle, verwurste die zu Blöcke und bringe das Zeug dann in den Keller, bevor wir hier mit dem Redstone weitermachen, weil der wird nämlich auch inventarfüllend werden, sag ich mal. So, ich habe es geschafft. Ich bin im Rat der Drei. Ich wurde in den Rat der Drei gewählt, so muss man ja sagen. Vielen lieben Dank für das in mich gesetzte Vertrauen, sage ich mal. Und man kann es nie allen recht machen, aber ich hoffe, dass ich doch so viele Leute glücklich mache, wie es nur geht. Wie man so schön sagt, im Namen des Volkes spreche. So, dann machen wir uns erstmal hier 64 Blöcke. Unten die Öfen hat man mit aufgefüllt, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. So, dann machen wir erstmal 32 nochmal.
So, warte mal, huch. Naja, die muss ich, glaube ich, auch umwursten. Mach mal schnell. So, die bleiben über, ja. Schön, schön. Huch. Nom, 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 nom. Kohle hatten wir hinten. Oh shit, warte mal kurz. So, jetzt sollte die Musik auch wieder hörbar sein. Das finde ich noch so ein bisschen nachteilig, wenn ich die Musik regel. Wenn ich die Hauptlautstärke rege, dann ändert sich zeitgleich die Lautstärke von Winamp. Das finde ich noch so ein bisschen kontraproduktiv, aber mein Gott. Ist halt so. Solange es mir noch auffällt, ist noch alles gut. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, es ist aber ein bisschen ruhig heute. Nur mein Gelaber so. Naja. So, auf geht's zum Redstone. Also wir werden auf jeden Fall über 30 Level zusammenbekommen. Na, auf jeden Fall möchte ich noch nicht sagen. Wir werden so annähernd 30 Level bekommen. Und mal schauen, dass wir uns dann, wenn wir sie haben, ein paar Bücher verzaubern. Was können wir... Wird's dunkel? Es wird dunkel. Dann gehen wir eine Runde pennen. Und dann schütte ich mir auch mal gleich ein bisschen was in den Hals. Ist das ein neues Lied? Scheint so. Naja, auf jeden Fall gute Nacht. Guten Morgen. So, heute wieder Code Schwarze Johannisbeere. Ach ja, am vergangenen Tag habe ich gestreamt, war mal wieder toll. Sekunde, ich kratze mich gerade im Auge. So. War mal wieder toll, hat mal wieder Spaß gemacht. Allgemein, also, wenn ich die Zeit hätte, ich glaube, ich würde jeden Tag einfach streamen. Aber wie gesagt, es ist mir halt leider nicht vergönnt, nicht arbeiten gehen zu müssen. Obwohl ich mir auch mal schon so gedacht habe, ne? Selbst wenn ich irgendwie. Warte mal, eine Stufe leiser hier. So. Selbst wenn ich im Lotto gewinnen würde hier. Abermillionen von Euros, ja, dass ich halt nie mehr in meinem Leben arbeiten gehen müsste. Ich glaube, irgendwann ist dir total langweilig. Irgendwann gehst du einfach wieder arbeiten. Und man mag es glauben oder nicht. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass wenn diese Lotto-Millionäre, die eigentlich nie mehr arbeiten gehen müssten, pleite sind, dann liegt das daran, dass ihnen langweilig geworden ist. Sie haben Kohle, hören auf zu arbeiten. Yeah, 30 Level. Sie haben Kohle, hören auf zu arbeiten und dann, weil ihnen langweilig ist den kompletten Tag, hauen sie die Kohle auf den Kopf, damit sie halt beschäftigt sind, damit sie irgendwas Neues haben, das sie ablenkt und so weiter. So, 18 Smaragde geht ja. Ja, wie gesagt, da denke ich halt, das ist einer der Gründe, warum viele der Lotto-Millionäre pleite gehen. Obwohl, wie viele Betriebe würden dich denn noch nehmen heutzutage, wenn du Millionär bist? Die denken sich halt dann auch, naja, was willst du den bestrafen? Dem ist doch eh alles egal. So, ein Stack davon und machen wir uns mal halben Stack noch davon. Der Rest kommt dann in. Oh. Das reicht ja gar nicht, das ist ja doof. So. Es geht noch hier, so. Die restlichen drei. Ach nee, wir brauchen ja auch was zu verzaubern. Ich Dropsnase. So. Schön. Ja, fast eine Folge mit Ressourcensammeln hier verdödelt, ne? Ratzifatz ist die Zeit vorbei. So schnell geht's. Ah ne, Kohleblöcke haben wir ja schon drin. Das gute Lapis. Können wir hier mal ein bisschen. So. Der liebe gute Tomcat, der hatte auch sein Gebäude in Dudenweiler fertiggestellt, kommt aber aus zeittechnischen Gründen leider nicht dazu, dass er es vorstellt. Da hat er gesagt, naja, kannst du dir ja auch vorstellen, ist ja nicht allzu viel. Und dann habe ich mir gedacht, nö, das mache ich mal nicht. Das ist jetzt nichts gegen jemanden persönlich, dass ich das nicht mache, so von wegen,
du willst es nicht machen, also kommt es gar nicht. Nee, nee, das ist, ich sag mal so, es hat so Tradition, dass wenn jemand etwas baut, dass er das selbst auch vorstellen darf. Wann das ist, ist ja egal. Das sieht man ja am Zwergenkönig Yu. Ach so. Der hier auch irgendein Riesengebäude gebaut hat. Keiner weiß so 100% genau, was es ist. Aber es existiert. Er hat es nur noch nie vorgestellt. Und irgendwann, eines schönen Tages, wird er bestimmt wieder hier auf den Server kommen. Und sagen, hier, das ist mein Haus. Und kommt mal alle mit. Soll ich jetzt verzaubern oder spare ich noch? Oder können wir Bücher zusammenführen? Das ist natürlich das nächste. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Wasseraffe gibt es nur ein, oder? Ich nehme mal mit. Effizienz und Haltbarkeit. Effizienz. Verbrennung. Schutz 3 ist, glaube ich, auch das höchste. Feuerschutz, Federfall. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die zusammenkriegen, beziehungsweise ob wir uns dann noch ein Buch verzaubern können. Die Bücher zusammenführen mache ich, glaube ich, auf dem Amboss, ne? Also hier so. Verbrennung 2, Verbrennung 2. Okay, gibt nur ein Verbrennungs-2-Buch. Wasseraffe, Wasseraffe, gibt auch nur einen Wasseraffen. Gut, dann sollten wir jetzt dann langsam irgendwann, also nachdem wir jetzt dieses Buch verzaubert haben, können wir dann langsam mal damit anfangen, dass wir uns auch ein paar Rüstungsgegenstände verzaubern. So, ein Buch. Schutz, Effizienz, Schärfe. Warte mal, vielleicht kriegen wir noch eine höhere Effizienz. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es versuchen. Behutsamkeit. Das ist sehr, sehr gut. Das wird so gekauft. Ein Behutsamkeitsbuch. Jetzt haben wir wenigstens eins in Reserve. Schön. Schön, schön, schön. Ja, dann packen wir doch mal die ein oder... Nee, dann stellen wir uns erstmal die ein oder andere Diamantrüstung her, weil wir haben ja, glaube ich, noch gar keine komplette Rüstung aus Diamantium, wenn ich mich da jetzt nicht verirren mag. Brustschutz hatten wir, glaube ich, ne? Wenn ich mich da nicht täusche. Da können wir auf jeden Fall dann auf die Schuhe den großen Federfall können wir da auf jeden Fall mit drauf klatschen. Zack. Ein Behutsamkeitsbuch ist ein wertvolles Buch. Packe ich mal hier. Effizienz, Haltbarkeit, Behutsamkeit. Das wäre schon wieder eine ganz gute Spitzhacke eigentlich. So, wo ist denn der Wasseraffe? Wasserläufer. Wasseraffe. 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 So, Federfall 4 und Schusssicher 4. Verbrennung, wo war denn das? Effizienz unendlich. Tü-tü-tü. War denn das Plündern? Entschuldigung. Atmung? Schusssicher? Feuerschutz? Verbrennung, Verbrennung, Verbrennung. Okay. Das packen wir mal hierher. So, das da und Wasserläufer. Atmung 3. Kann man auch mitnehmen. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein paar Schutz 3 Bücher mit. Schutz und Haltbarkeit. So, unendliches für den Bogen. Effizienz, Behutsamkeit. Das kommt mal so nach oben. Das ist Verbrennung für ein Schwert. Feuerschutz, Schusssicher, Atmung, Federfall, Explosionsschutz. Können wir vielleicht auch mit dazu nehmen. Glück des Meeres, das ist für eine Angel. Plünderung 3. Schärfe 5. Stärke 5. So, dann gehen wir halt mal eine Runde verzaubern.
So, wir haben ein Diamantschwert. Das hat Schärfe, Rückstoß und Plünderung. So, rüstungstechnisch haben wir ja noch nichts, ne? Doch hier. Gut, den Rest, den bauen wir uns. Aber all das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.